Sit ready. Attention. Und zwei oder drei haben wir schon, die falsch schnell losgefahren sind, aber wir sehen sie im Moment nicht alle. Deswegen müssen wir gucken, genau, da ist noch einer, nämlich der Christian Hegel und der Nils Kiriaki. Alle beide sind hier gleich auf die 10 und die 24, die Jungs aus Kreisgarten und von BSV aus Mühlheim. Sie teilen sich die Spitze des Feldes. Ja, Ausfahrt aus der Startzone, würde man auf dem Wasser sagen. Die Startzone früher in den ersten 150 Metern nach dem Start. Aber jetzt haben wir den Arometer. Ja, gucken wir mal, was gleich draus wird. Denn drei sind noch gut dabei. Auch Linus Moritz, Nick Hecken und Bernd Hakemann. Durchaus noch mit prima Chancen, sich schnell nochmal die Führung zu schaffen. Denn an 300 Metern schiebt es sich wieder ganz schön aneinander vor. Auf einmal ist Linus Moritz der Zweite. Neben Christian Hilde. Ja, also, hier ist Betrieb. Ich höre gerade, es ist ein Portemonnaie verloren worden. Wichtig ist ja eigentlich immer weniger das Geld, als viele die Ausweisdokumente, die drin stecken. Also deswegen nehmt die Corona einfach weg, das Portemonnaie wieder ab. Hier, eine Abteilung Moderation sind wir dankbar, wenn es einer wieder fehlt. Es darf auch Geld drin sein. Also, so ist jetzt nicht. Hauptsache ist alles wieder da. Wir freuen uns. Portemonnaie bitte hierher. Wir gucken auf die Spielstände und sehen, es ist hier 300 Meter vor dem Ziel. Linus Moritz, der im Moment den längsten Atem hat, auf dem Ergometer Nummer 1. Das ist der, den wir hier auch gerade sehen. Und er trägt das Trikot, das wir in NRW und im Bundesrat ganz gut kennen. Die zwei schwarzen Brustbänder auf weißem Rot. Besten Bruder von Linden. Linus führt mittlerweile mit einer Armbrücke vor dem Kollegen Christian Linden, der genau auf der anderen Seite der Bühne sitzt, im schwarzen Eis auf der Nummer 10 für die Bundesgesellschaft aus Kreisgarten. Der begrüßt sich natürlich noch 80 Wochen, wenn es ihm gespürt. Ganz klarer Fall. 150 Meter haben wir noch, in 6 Meter wieder gut zu machen. Dritter Platz im Bergland ist eigentlich schon sicher. Und es sind 16 Meter für den Kollegen, den jungen Mann auf 1,21 Meter. Der kommt vom Wolfsburger Hubertkopf. Der Hubertkopf auf dem Wolfsburger See, der die Trasse. Und es ist der Dritte. So, jetzt sind sie da und es ist Linus Moritz mit dem Wind. Platz Nummer 2 für Eben. Und ganz klar, das war ein Fall, wie sich anläutete. Nick Hecken zieht das hier locker durch. Der wollte hier noch 16 Meter auf 150 abnehmen. Dritter Platz also hier für Linus Moritz. Glückwunsch. Noch das Ergebnis der 14-jährigen Moritz, wir dürfen ja wiedernehmen. Und die anderen kommen langsam ins Ziel und wir freuen uns, dass alles gut gegangen ist. Die drei Führungen haben wir, es waren weiter nicht. Der letzte, jetzt kommen sie langsam bei bis zu einer Minute hintereinander. Aber sie waren alle dabei, waren den größten Ergometer-Veranstaltung weltweit, bei den größten Deutschlands. Den nehmen wir vor Ende von den deutschen Arometermeisterschaften. Jungs, habt ihr fein gemacht. Herzlichen Dank. Ein Applaus aus der Hand für euch. Nett, dass ihr da wart. Wir sehen uns bei der Siegerehrung. Wenn ihr den Vorn bleibt, ja, das muss man ja auch mal so sagen, das ist das vorläufige Podest hier. Erster, zweiter, dritter. Einen zweiten Lauf gibt es auch noch. Jungen 113.
18 Jahre. Ich hatte ja vorhin gesagt, wir haben noch mal fast 25. Natürlich auch mit zuerst die Bronzemedaille für den dritten Rang. Herzlichen Glückwunsch, Finkensacker Ruderverein, Mariella Freund. Etwas mehr aus dem Ruderverein, sehr nett. Der zweite Platz unter stürmischem Applaus. Der besten Ruderclub hinten, Applaus für Johanna Handel. Und die Siegerin des MBSV-Überrats in der Kategorie Eichgebietsmädchen, eine 14 Jahre, 103, vom Überclub für Wassersport, Tabea Sohr. So, wir schwenken direkt wieder weg, denn wir haben ja noch ein Rennen und wir sind ein kleines bisschen so weit, dass wir auf die Tube drücken müssen. Deswegen machen wir die offene Klasse der Mädels Rennen 104. Danach, jetzt wird erstmal gerudert, 1000 Meter, Jungen einer 13 Jahre und wir sagen Feuer, frei, Applaus und los geht's. Ja.